Hey Leute, ich bin's wieder, Rax, und herzlich willkommen zurück zum Sördergebuch. Ja, und dieses Mal starten wir in der Farmwelt hier mit dem Gips. Ich habe da mal ein bisschen Redstone gefarmt, ihr seht das. Das funktioniert in der Farmwelt eigentlich ziemlich gut. Da spawnen so willkürlich immer irgendwelche Redstone-Blöcke. Also, ich sehe gerade 26 Stück habe ich hier schon. Und ja, da muss man nur ein bisschen warten. Das ist halt so eine Spawnrate wie bei Mobs. Das kann ein bisschen dauern, bis die spawnen. Aber wenn die dann spawnen, dann wirklich in Massen. Und ihr seht gerade, das funktioniert eigentlich ziemlich gut hier in der Farmwelt. Und ja, so farme ich halt immer meinen Redstone. Da warte ich halt immer, bis da quasi so ein Redstone-Block spawnt in der Farmwelt. Der braucht natürlich Lichtverhältnis, also da muss es hell sein, sonst kann er nicht spawnen. Aber ich finde das richtig nice. Ihr seht gerade, da kann man richtig nice Redstone farmen. Ich glaube, ich habe da einen Stack oder so in ein paar Minuten gefarmt. So von Redstone-Blöcken. Und ja, das funktioniert halt wirklich ziemlich gut. Und kann ich nur weiterempfehlen, die Taktik. Also immer ein bisschen warten in so Strip-Mining-Gängen, dann spawnt er schon Redstone, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So da, und dann wieder zurück bei Virotax, habe ich mir ein nices VIP-Paket gegönnt, nochmal. Denn ich muss den ganzen Virotax auf ein anderes Biom umstellen. Deswegen habe ich mir mal da ein VIP-Paket geholt. Einfach aus dem Grund, weil das viel schöner ausschaut und weil das sonst zu viel Item kosten würde. Und aus dem Grund dachte ich mir mal so, ja, der Server gefällt mir mega gut. Da kann man schon mal 5 Euro springen lassen für ein VIP-Paket. Das ist nur Unterstützung für den Server von mir. Also das, denke ich, kann man mal machen. Und ja, dann habe ich halt hier mal über eine 2GS, die mir nicht gehören, habe ich nicht umstellen können. Da musste ich halt ein paar andere Leute fragen. Ja, und da zahlt man halt quasi nur 0,1 Item statt 5 Item und ich habe hier mal alles auf Mushroom Island quasi umgeändert. Das stellte sich später heraus, war ziemlich doof von mir, aus dem Grund, weil die Skill Farm ja sonst nicht funktioniert, weil da keine Mobs spawnen auf Mushroom Island. Das heißt, ich habe das später dann alles auf Dschungel umgestellt, auf den Grundstücken, wo die Skill Farm steht. Das heißt, ihr könnt da wieder ganz nice skillen. Es ging irgendwie nur einen Tag nicht, das ist gar nichts gespawnt, halt aus dem Grund, weil die Skill Farm auf Mushroom Island war und somit nichts passieren, also nichts spawnen konnte. Aber ihr könnt mal schreiben, wie ihr das findet. Ich persönlich finde das viel schöner. Das Grün ist viel saftiger. Ihr seht jetzt rechts wirklich an der Umstellung auch, wie saftig das Grün da wirklich dann ausschaut. Das ist wirklich so ein richtiges Grün einfach nur. Und das andere war halt dieses Extreme Hills Grün, dieses bisschen blassere, dieses Hochlaub oder keine Ahnung, wie man es halt nennt. Grün und hier drin am Virotax, es sieht viel freundlicher aus, finde ich. Also meiner Meinung nach eine Bereicherung für den Warp. Sieht richtig nice aus. Und jo, habe ich mir mal gedacht, das kann ich mal bringen. Und ja, hier sind irgendwie die Beacons gerade weg. Frag mich nicht warum, da ist irgendwas mit dem Fake-Stuff rumgebuggt. Da habe ich mich nur kurz re-logged und dann ist das Ganze wieder da gewesen. Also keine Sorge. Hier seht ihr wieder, die kleinen Mini-Beacons sind wieder da. Und ja, für alle, die es nicht wissen, ich mache jetzt Werbevideos. Also ihr seht es hier gerade, wenn man in den Keller runtergeht. Alter, ich rede schon wieder, als wäre irgend so ein Düsenflieger hinter mir her. Viel zu schnell. So, jetzt hätte ich mal gesagt, jetzt machen wir hier mal eine kleine Chiller-Runde am Virotax. Hier seht ihr eben ganz, ganz easy und kann natürlich alle lesen hier auf Deutsch. Wunderschön. Wer möchte ein Werbevideo für seinen Warp haben? Da können wir das Ganze ablesen, da können wir das Ganze auch dem Rotax schreiben und ich höre jetzt wieder auf, so behindert zu reden, denn sonst kriege ich noch irgendwelche Probleme mit den Leuten, die das hier gucken, denn die fragen mich sonst, ob ich komplett bekloppt bin, was ich sowieso schon bin. Egal, ich werde es wieder weiter normal kommentieren. Und der Marcolino war halt der Erste, der quasi so ein Werbevideo von mir angefordert hat. Da mache ich es halt so, da schneide ich quasi ganz viele Szenen von eurem Warp zusammen. Für 12.000 Kadis mache ich dann ein wunderschönes Video mit Musik dahinter und Shadern und weiß Gott was alles draus. Und hier im Hintergrund noch eben den grünen Virotax mit dem neuen Grün. Also ich feiere das wirklich extrem, das sieht echt nice aus. Jo, und wie gesagt, für alle, die sich denken, Alter, 12.000 Kadis, das ist viel zu viel Rotax. Ich weiß, das Problem ist nur, ich habe am ersten Tag, als ich angekündigt habe, Werbevideos zu machen, gleich mal 10 Anfragen gekriegt und tut mir leid, Leute, ich wollte das irgendwie drosseln, indem ich halt den Preis nach oben setze, weil sonst kann ich das nicht bringen. Also ich schneide ja sowieso schon viel rum, ich zock ja noch, ich habe Real Life, ich muss lernen und so Zeug. Also das geht nicht einfach so. Daher halt der Preis. Und jo, hier seht ihr nochmal auf S1 den WRM. Das ist ein Warp, den ich mit Max selber gebaut habe. Da kommt dann auch nochmal ein Werbevideo zu. Oder ist schon gekommen, wenn die Folge rauskommt. Wahrscheinlich ist sie schon gekommen. Hier eben mit dem Max. Und da habt ihr gesehen, die ganzen Köpfe, die bei mir bei Verotag standen, die stehen halt ab und zu auch hier. Der Fußballking 123 stellt die quasi immer um, wie er gerade lustig ist. Und ja, hier eben so ein wunderschöner Strand mit Palmen. Und der Max hat gesagt, hey Rotax, komm mal mit. Ich habe was für dich, der war nämlich farmen und hat mir so ein bisschen was gegeben von seinem Farmstuff, also echt nochmal ganz, ganz, ganz herzliches Danke. Richtig nice ist jetzt gerade ganz viel Lapis. Ich baue in letzter Zeit wieder viel mit Lapis, falls ein paar Leute schon einen gewissen Geheimgang bei Virotax gefunden haben, die wissen Bescheid. Und
Ja, echt nochmal danke. Hier mal natürlich den ganzen wertvollen Stuff gegrieft. Gold, Eisen, Gold, Eisen, Gold, Eisen. Das Lapis ist natürlich mal da gelassen. Ist ja nichts wert, nee, Spaß. Auf jeden Fall, danke Max für das ganze Zeug, das du mir gegeben hast. Und ja, dachte ich mir mal so, mal zwischenlagern in der Ender Chest ein bisschen. Zack, alles mal rein. Und den restlichen Stuff nehmen. Da, Lapis, lecker, lecker, Schmecker. So. Auf jeden Fall danke nochmal und auf jeden Fall bei dem Warp könnt ihr vorbeigucken. Ist ein Casino-Warp, hat die gleichen Chancen wie der am Bürotax. Sogar ein bisschen besser bei manchen Casinos. Und ja, funktioniert wahnsinnig gut. Ist auch richtig nice aufgebaut, finde ich. Also könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. So, liebe Leute, und jetzt habe ich dann mal nochmal so eine kleine Ankündigung. Nehmen wir es mal so. Für alle, die es noch nicht kennen, ich glaube, der Webnext, der hat hier auf S1 so einen W-Club gegründet. Das ist halt so ein Warp, da kann man so quasi Clubmitglied werden. Und da dachte ich mir mal, ja, was kann man mal machen? Da kann man mal ein bisschen auch den Warp unterstützen oder wie auch immer. Ich finde das Konzept halt mega geil. Jo, und das Ganze ist halt zurzeit mal nur für VIPs, also für diese Clubmitglieder zugänglich quasi. Und ich kann einmal kurz sagen, wie das Ganze so funktioniert, damit ihr auch versteht, warum ich das quasi gemacht habe. Es ist nicht irgendwie so, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann es euch mal sagen. Man kann die quasi Goldmitgliedschaft kaufen, die ist auch relativ teuer, die kostet 10.000. Und es gibt eine Premium-Mitgliedschaft, die gibt es nur 10 Mal, die kostet 50.000. Das soll halt quasi die ganzen Kosten für den Warp decken und wie auch immer. Und ja, das ist halt ein Shop-Warp und das Konzept hat mir halt relativ gut gefallen und aus dem Grund habe ich mir dann halt auch sowas gegönnt. Dachte ich mir, ja, ich habe mir eh noch nicht so viel auf CutCon gegönnt bis jetzt, halt in den nächsten Folgen schon und ein paar Folgen davor auch. Aber ich dachte mal so, ja, kann man mal bringen. Also ich fahre mir mit das meiste Zeug, also da kann ich mit gutem Gewissen schon mal ein bisschen Geld ausgeben. Und ja, das Ganze lief halt, also das ganze Konzept funktioniert halt so. Man kauft sich hier quasi eine Clubmitgliedschaft um 10.000 und kann halt für bessere Ankaufspreise dann verkaufen. Das heißt, man bekommt mehr Geld für seine Items, hat auch Sonderangebote, Sonderaktionen und so weiter und so fort. Hier habe ich mir nochmal 10.000 schnell geholt, weil sonst hatte ich die 50k nicht. Ja, und ich habe mir die Premium-Mitgliedschaft gegönnt. Ist halt so. Ich fand das Projekt halt unterstützenswert und auch ziemlich cool von der Umsetzung her. Ist halt ein Warp, bei dem es alles gibt. Es gibt jedes Item. Es gibt auch eine Skill-Farm, es gibt und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Farm, also so ein Farming-Tower, wo man so Sachen farmen kann, halt wie WBU zum Beispiel auf S3. Und ja, das Ganze funktioniert halt so. Man überweist hier quasi Webnext 10.000, indem man dieses Buch hier kauft. Oder wie ich, überweise mal 50.000. Ja, ich weiß, es ist viel, aber ich wollte halt mal dem Shop quasi eine Chance geben, weil man weiß ja nicht, ob das Konzept funktioniert, dass der Shop gut läuft. Das kann man ja nicht mal sagen irgendwie. Aber ich wollte halt dem Projekt mal eine Chance geben, mal ein bisschen als Sponsor wirken. Und wenn man quasi Sponsor ist, also ich sehe hier gerade Premium-Mitglied Nummer 5, dann kriegt man quasi auch, wenn der Shop gut läuft, mal Gewinne später vom Shop. Ich weiß nicht, wie groß die sind oder keine Ahnung. Ich wollte halt mal dem ganzen Projekt irgendwie eine Chance geben. Das kann man mal machen. Und ja, deswegen habe ich mich halt entschieden, dem Webnext hier quasi mal dem das fünfte von 10 Premium-Mitgliedern zu werden. Und ja, es gibt da schon viele normale Goldmitglieder quasi und die können halt jetzt schon auch hier verkaufen. Ja, und dann gibt es eben noch hier, wie gesagt, diesen Farm Tower, da wird mal dann geedit, da hat man ganz viele verschiedene Farmen, Karotten, Zuckerrohr, Kürbisse, alles, was es halt irgendwie zu farmen gibt. Man muss sie nur wieder nachpflanzen und ja, man muss sich quasi irgendwie nicht selber darum kümmern, wie das Ganze hier funktioniert. Jo, so sieht das Ganze hier aus, hier kann man auch Zeug verkaufen. Und so funktioniert das jetzt, wenn man hier geedit ist, man greift hier zu auf diese Kiste zu, man nimmt hier einfach diesen, also man ist hier quasi auf einem Konto geedit. Man nimmt hier diesen einen Stock raus und dann kann man hier durchgehen. Und das funktioniert halt nur, wenn man geaddet ist auf dem Konto. Wenn man dann quasi Clubmitglied wird, wird man auf dem Konto geaddet. Und ja, in der Zwischenzeit kann man halt, können halt nur Clubmitglieder rein, bis Webnext wieder zurück vom Urlaub ist. Und es ist halt ziemlich gut sortiert hier halt Erze, dann Wolle, Lehm und so weiter und so fort. Ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Mir gefällt auch der Warp sehr gut. Es leckt nur manchmal ein bisschen, weil halt relativ viele Kisten und Trichter sind, aber das kennen wir ja schon WABC eh schon. So, und jetzt nochmal ganz zum Schluss, meine Skyjump-Ausbeute. Ich war ja ein richtiger Skyjump-Suchti, ihr seht's gerade. Tier 1 YOLO, Tier 1 YOLO, Tier 1 YOLO. Und ja, ich weiß, ich habe viel gespielt. Ich habe es mittlerweile wieder zurückgeschraubt. Ich kann nicht den ganzen Tag bei Skyjump rumhängen, Alter. Das, ja, das kann ich nicht bringen. Das ist sowas von doof. Aber ihr seht gerade, wie viel ich da wirklich gewonnen habe. Leider keinen Kopf, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, einen Kopf zu gewinnen, ist halt mega, mega klein. Aber ich bin ganz zufrieden, ihr seht jetzt ganz viele Dia-Teile, ganz viel Zeug habe ich halt dann verzaubert und ein paar Schutz-4-Rüstungen draus gemacht. Und jo, deswegen dachte ich mir mal so, so den Rest, dann klopfen wir in die Kiste rein. In die Sammler-Item-Kiste. Ja, und ich hoffe, euch hat das hier alles gefallen, wie ich das gemacht, auch die Mitgliedschaft bei W-Club habt ihr irgendwie verstanden, warum ich das quasi gekauft habe. Könnt ihr selber mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und jo, bis zur nächsten Folge dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Rotax. Alter, die Folge geht noch lang. Danke.